Willkommen bei der Servus TV Hockey School. Eishockey ist ein spektakulärer und schneller Sport. Da kann man schon einmal den Überblick verlieren, vor allem bei der Regelkunde. Wir bringen Licht ins Dunkel. In der heutigen Lektion der Handpass. Anders als beim Fußball ist es beim Eishockey auch den Feldspielern erlaubt, den Puck mit der Hand zu berühren. Dazu gelten aber folgende Regeln. Einem Spieler ist es erlaubt, den Puck auf dem Eis mit den Händen zu stoppen, wegzuschlagen oder zu schieben. Aber darf man den Puck auch mit der Hand passen? Ja, unter folgender Voraussetzung. Erlaubt ist der Handpass zu einem Mitspieler nur im eigenen Verteidigungsdrittel. Hier darf mit der Hand ein Pass gegeben werden, solange der Puck auch im Verteidigungsdrittel angenommen wird. Nicht erlaubt ist es, den Puck mit den Händen einzuschließen. Passiert es trotzdem, gibt es 2 Minuten in Unterzahl. Einzige Ausnahme, natürlich der Torhüter. Einem Feldspieler ist es ebenfalls verboten, den Puck mit der Hand vom Eis aufzuheben. Auch dieser Regelverstoß wird mit 2 Minuten Unterzahl geahndet. Passiert das Ganze auch noch im Torraum des eigenen Torhüters, wird der gegnerischen Mannschaft ein Penalty-Shot zugesprochen. Hart, aber fair. Schauen wir uns einmal genauer an, was erlaubt ist. Der markierte Spieler in Weiß lauert vor dem gegnerischen Tor und wartet darauf, einen Schuss ins Tor abzulenken. Dieser kommt auch, aber der Angreifer stoppt den Puck zuerst mit der Hand und lässt ihn direkt aufs Eis fallen. Danach schießt er den Puck ins Netz. Regeltechnisch ist alles in Ordnung. Stark gemacht. Sehen Sie, es ist doch gar nicht so kompliziert. Weiter viel Spaß beim Eishockey schauen und bis zur nächsten Servus TV Hockey School.